Hallo Freunde, willkommen zurück zu Civilization Beyond Earth. Wir haben in der letzten Episode eine riesige Funkanlage in Betrieb genommen. Das Ding frisst Energie wie nichts anderes, aber wenn es genug davon hat, dann werden wir wohl das Spiel gewinnen. Wir sind bei den Siegen relativ kurz davor, den Sack zuzumachen. Haben auch wieder Frieden geschlossen mit ihr hier, haben dafür eine Menge Phyraxit bekommen. Die beiden haben auch wieder Frieden. Jetzt werden wir uns wahrscheinlich auch demnächst um Frieden bemühen. Dann haben wir das. Ja, ihr seht schon, das wurde eingenommen. Sonderlich viel dürft ihr auch nicht mehr übrig haben. Nadeldüse können wir gefahrlos wieder stärker machen. Neu-Babylon haben wir gerettet. Und wir brauchen als nächstes einfach so viel Energie wie möglich. Da richten wir uns mal wieder danach. Und die Hintergrundmusik jodelt mir gerade fröhlich in die Ohren. Mein Gott, ist das laut. Der Jünger muss hier weg. Denn wir haben schon eine Einheit Jünger hier platziert. Fahren wir den mal hier rüber. In Jimbumba. Haben wir zuletzt gebaut, ein Übertragungszentrum. Kultur ist was Feines. Wir können mal schauen, dass wir Energie produzieren. Sonst würde ich in Richtung Wissenschaft gehen, aber jetzt sind wir so kurz davor, das Spiel zu gewinnen. Da können wir auch auf Energie umlagern. So. 3 Energie plus 1 Energie für Xeno. Das nehmen wir mal mit. 3 Runden ist ja jetzt keine Dauer. Dann haben wir eine Questentscheidung. Übernatürliche Auswahl. Hui. Durch den Einsatz von Medizin und anderen lebensverlängernden Maßnahmen hat die Menschheit die Grenzen der Evolution und natürlichen Selektion überwunden. Aus diesem Grund sind unsere Gene voller Fehler. Okay. Wir hoffen, dass wir mit einer Genschmelze eine Evolution erzwingen können, die das genetische Material unserer Bevölkerung erheblich verbessert. Unsere Wissenschaftler sind bereit, in den ersten Test an Menschen zu beginnen und neue Gene in der Stadtbevölkerung einzuführen. Wir werden unsere Bürger Stück für Stück verbessern. Aber womit beginnen wir? Körper oder Geist? Definitiv Geist. Ihr solltet mal drüber nachdenken, was ihr da vorhabt. Oh Mann. Andererseits, wenn jeder so abgeht wie Wolverine, hätten wir wieder ein bisschen was fürs Militär. So, extra Wissenschaft in den Genschmelzen oder extra Gesundheit in den Genschmelzen? Die Genschmelzen sind ja ein Spezialistengebäude für Gesundheit und ja, ich habe die ganze Zeit eigentlich versucht, die Spezialisierung weiter speziell zu machen und nicht so ein Einheitsbrei. Andererseits 2 Wissenschaft oder 1 Gesundheit. Ich glaube, Gesundheit ist mir da im Moment lieber. Ich sehe es zwar im Moment nicht, könnte eine 7 sein. Werden wir gleich sehen. Jetzt ist es eine 9. Fantastisch. Heißt das, wir haben jetzt erst 2 Genschmelzen? Na gut. Die nächsten werden irgendwann gebaut werden. Na gut. Ja, die haben Frieden. Ich würde sagen, wir warten noch ein bisschen. Der wird wahrscheinlich auch bald ankommen und Frieden wollen. Wir müssen Neu-Babylon noch ein bisschen schützen. Da kriegen wir, ich glaube, 25 Energie aus Neu-Babylon. Ja, jetzt tauchst du auf. Ja, das weiß ich schon lange und du auch. Aber ja, er wollte einfach nur mal wieder reden. Komm, wir kauen ihm den Bauch und dann ist gut. Leuchtfeuer wollte ich mal nachlesen. Vielleicht steht hier was drin, wie viel Energie das Ding braucht. Ja, wenn man es richtig schreibt, funktioniert es wahrscheinlich auch. Das Ding hat keinen Ertrag. Und nach dem Überfliegen sehe ich auch keine großen Zahlen. Schade. Naja, hätte mich auch ein bisschen gewundert, wenn da plötzlich genau drin steht, was man braucht, damit es funktioniert. Das sah ein bisschen aus wie Hügel. Ist es aber nicht. Na gut. Ja, hier an der Grenze haben wir sowas noch nicht. Wir bauen einmal einen Knotenpunkt. Der gibt Energie. Und heilt im Notfall Einheiten.
Hier gehen wir mal auf Bereitschaft für den Fall, dass wieder jemand auf blöde Gedanken kommt. Dich graben wir mal ein hier. Also da der nur einen Bewegungspunkt hat und sich noch eingraben muss, ist der nicht mehr so gut, wie ich dachte. Der hätte zwei Bewegungen verdient gehabt. Oder schießen ohne eingraben. Ja, er will natürlich jetzt nicht weiterbauen, weil der Meerdrache im Weg ist. Da kommt er nicht hin. So aber. Alles klar. Und dann kann der Flugzeugträger wieder hier rüber und auf Bereitschaft und du kannst weiterbauen. Der Meerdrache ist ja jetzt weg. Okay, habe ich was Wichtiges verpasst, vergessen? Ich glaube, im Moment geht's einigermaßen. Jetzt weiß ich auch, warum auf der ganzen Karte die Außenposten fehlen. Die wird er niedergemacht haben. Warum auch immer. Vielleicht hat er eine Quest? Wäre mir aber eine neue Quest. Also, Und das Ding lebt noch? Kann ich mir fast nicht vorstellen. So, Phasentransporter ist fertig. Jetzt hätten wir schon zwei zur Auswahl. Moment, den könnten wir eigentlich mal hier hochschicken. Dann sehen wir ja, ob das Teil noch lebt. Wenn das noch lebt, dann hat er keine Quest dafür, sondern macht das Ding einfach nur kaputt, um uns zu schwächen. Und sowas könnte man persönlich nehmen. So, hier möchte ich eigentlich eine Mine bauen. Dafür muss ich aber das Feld noch ankaufen. Was natürlich jetzt gerade ein bisschen doof ist, da wir keinen Überschuss mehr haben. Die Nadeldüse darf sich heilen. Der Kreuzer. Ja, wir machen hier unten mal noch ein bisschen die Sicht. Dann kann der Bautrupp ganz beruhigt weiterarbeiten. In Rangi. Was haben wir denn? Zuletzt einen Kreuzer gebaut. Der ist auch schon auf dem Weg. Wird gleich von dem Kraken gefressen. Wird bestimmt voll lustig. Xenotreibstoffanlage wäre nicht schlecht. Wieder ein bisschen mehr Energie für unsere Superantenne. Dann empfangen wir vielleicht auch mal ein lohnendes Programm. Die Nadeldüsen können wir mal heilen. Da hatten wir zuletzt den Kreuzer. In Maeva. Was würde sich denn lohnen? Maeva hat inzwischen auch den Punkt erreicht, wo fast alles gebaut ist. Ja. Spezialistenplätze bin ich immer noch kein Freund davon. Das brauchen wir im Moment eigentlich auch nicht. Ich möchte ja eigentlich hier eins wegen den zwei Kieselerden. Wobei, wir haben hier schon 10 durch Gebäude. Das heißt, hier ist die optische Chirurgie schon fertig, oder? Jawohl, ist fertig. Und die Stadt produziert viel mehr Gesundheit, als sie aufgrund ihrer Größe bieten kann. Dann könnten wir hier tatsächlich nochmal eins basteln. 7 Runden ist jetzt nicht so wild. Und in Harta. Da haben wir noch ein paar Möglichkeiten mehr. 3 Wissenschaft in 3 Runden durch ein Labor. Klingt gut. Und die nächste Questentscheidung. Ich finde es schön, dass sie durchs ganze Spiel hinwegkommen. Die Summe unseres Potenzials. Durch unser neues Augmentarium können wir die Grenzen des menschlichen Körpers derart erweitern, dass unser Volk nahezu unverwundbar sein wird. Gesundheit wird neu definiert werden, sodass ein Säugling ohne Augmentierung als unterdurchschnittlich gelten wird. Wagen wir es, diese Technologie für alle freizugeben oder schränken wir die Nutzung ein? Unsere Arbeiterklasse, die auf unseren Feldern und in unseren Minen schuftet, würde diese Verbesserung vermutlich am ehesten verdienen. Eine Augmentierung der Arbeiterklasse würde unsere Ressourcen enorm vergrößern und so uns allen nützen. Die Zukunft der Menschheit mit Technologie zu formen ist eine schwere Verantwortung und so müssen wir weise wählen. 10% Gesundheit durch Augmentarien oder extra Prozent Erträge durch Augmentarien. Die 5% Erträge, richtet sich das auf die gesamte Stadt mit allen Erträgen oder nur auf das, was die Augmentarien produzieren? Das heißt, 1 für alles und davon 5%, das wäre nämlich nicht viel. Wenn es allerdings für alles gilt, dann sind die 5% schon relativ gut.
Und wenn ich mal so die Wertigkeit vergleiche, 10% der Gesamtgesundheit, dann würde ich sagen, die 5% gilt für die gesamte Stadt. Das macht Sinn. Und da wir Augmentarien praktisch überall haben und zum Teil viel Wissenschaft haben, hier zum Beispiel in Pembela oder wahnsinnig viel Produktion in Richport und hier unten, Jimbumba, da wäre das eigentlich eine fantastische Sache. Ich glaube, die 5% probieren wir aus. Ich bin gespannt. Müsste gleich ein bisschen explodieren alles. Ja, lass mal ganz kurz gucken. 7 durch Gebäude. 5 aus anderen Quellen. Was auch immer andere Quellen sind. Gelände, Gebäude. 11 durch Gebäude ist auch nicht schlecht. 4 durch Gebäude. Ich glaube, das einzige Nahrungsgebäude. Na super, die 5% gelten wirklich nur für das Augmentarium. Das ist ja nix. Steht nirgendwo 5% außer beim Augmentarium. Okay, das war ein Schlag ins Wasser. Dann wäre das andere deutlich besser gewesen. 10% von der Gesundheit. Wir haben derzeit 111% Gesundheit aus allen Quellen. Das wäre deutlich stärker gewesen. Na gut, ich habe den Fehler gemacht. Jetzt müsst ihr nicht mehr. Das heißt, wenn ihr so eine Auswahl habt, nehmt immer die Gesundheit. Das andere lohnt sich ja nicht. Der Jünger ist angekommen. Fantastisch. Die stationierten Einheiten in den Städten können wir jederzeit zu Phasentransportern teleportieren, wenn es eng wird. Das heißt, was wir hier schon alles platziert haben, ja, sollte ganz gut Eindruck machen, wenn es mal wieder zu einem Krieg kommt. Hier oben ist kein Phyraxit, was ich soweit sehen kann, denn Phyraxit wurde uns ja aufgedeckt. Na gut, machen wir. Indeed. Dann haben wir mal wieder Frieden. So. Jetzt fehlt mir einfach nur so eine Art Messlatte. Schade. Na, so viel zum Kreuzer. Na gut. Ja, die angesprochene Messlatte, die mir fehlt. Für das Leuchtfeuer, wann gewinnen wir das Spiel jetzt? Ja, sollte ja irgendwann passieren. Habe ich nur leider gerade keinen Überblick. So, Xenomast ist beendet. Dann können wir hier mal weiter basteln. Nutzfeld sieht auch lustig aus. Der Handelskonvoi. Irgendwas mit richtig viel Energie wäre toll. Central klingt eigentlich gut. Ah ne, Moment. Central hält... Na, was soll's. Wir halten 4 Energie und 5 Wissenschaft. Das ist eigentlich ein schöner Kompromiss, würde ich sagen. In Richport haben wir gebaut. Xeno-Treibstoffanlage. Dann bauen wir jetzt noch eine Xeno-Zuchtstation. Gibt 10% mehr Wissenschaft in Richport und extra Wissenschaft durch Xenomasse. Das ist okay. Kesem Patan hat gebaut den Thoriumreaktor. Und ich würde sagen, ja, erstmal noch ein bisschen Kultur. Den nächsten Wert dürfen wir auch schon entwickeln. Wie gesagt, 10% Bonus in der Hauptstadt. Deshalb nehmen wir die Kreativklasse mit. Positiver Nettobetrag, würde ich sagen, ist 9. Nicht die 113 leider. Und ja, das war jetzt auch nicht so die riesen Kultursteigerung, aber es hilft immerhin. Die Nadeldüse ist fertig geheilt, darf sich ausruhen. Hat einen guten Job gemacht. Unseren Bauarbeiter hier unten verteidigt. Und Bereitschaft. Hier sieht man noch eine ganze Menge mehr Punkte. Ich weiß allerdings nicht, ob das gewollt ist oder einfach nur vorhanden.
Aber möglicherweise lädt es sich gerade erst auf und dann müssen wir den nächsten Punkt aktivieren, damit es vielleicht sendet oder so. Wenn Sie einen besseren Deal mit der Evolution wollen, lassen Sie den Mittelsmann aus dem Spiel. Ja, alles klar. Nadeldüse, fertig. Dieses Feld könnte für beide Städte gehen, aber es würde noch 9 Runden dauern. So kriegen wir 9 Runden 2 Felder, das ist auch okay. Und Plantage bauen hier plus 3 Nahrung ist fantastisch. Hier haben wir jetzt auch richtig dick Nahrung. Ja, wird auch sofort bewirtschaftet und die Stadt wächst und gedeiht. So soll das sein. So. Wie sieht es denn aus im Siegetab? Da kriegen wir wahrscheinlich auch keine Übersicht mehr. Warten Sie auf Kontakt mit der Stammspezies. Noch 25 Runden. Alles klar. Da haben wir die Messlatte. 25 Runden noch. Und ich glaube, dann haben wir gewonnen. Wenn uns keine KI dazwischenfunkt. As Adam Smith said, trade is the lifeblood of nation. Sorry, aber für Gefallen gibt's heute nichts mehr. Da müsst ihr schon mit was Handfestem kommen. Ja, wie könnte die KI uns stoppen? Sie müsste wahrscheinlich das Leuchtfeuer plündern und sich dadurch quer durch unser Land durchschlachten. Wird nicht einfach, fürchte ich. Wir können eine Genschmelze basteln. Gibt viel Gesundheit, bald spezialisiert und so weiter. In Harta haben wir ein Labor beendet. Fantastisch. Ein Erweckungsgerät, 8 Gesundheit. Das wäre eher was für große Städte, denn wir sind ja schon bei 6 von 8 in der Größe. Was könnten wir noch brauchen? Thoriumreaktor wäre vielleicht nicht schlecht, aber ich glaube, Energie haben wir eigentlich schon genug, oder? Jetzt geht es ja gerade nur noch um die Runden. Wobei mit noch mehr Energie könnte es noch schneller gehen. Bin ich mir nicht sicher. Hier noch ein bisschen Kultur. Schadet ja nicht. Und dann wären es noch 24 Runden. Oh Mann. Ich glaube, wir gewinnen dieses Spiel. 363 Runden. Wenn alles nach Plan verläuft. Wer ist denn außerdem noch weit davor? Also Emanzipationssieg? Ich glaube, sie haben das Tor gebaut, aber sind da auch noch nicht sonderlich weit. Nö, da wird wohl noch ein bisschen Zeit vergehen, bis die KI da hinterherkommt. So, in Rangi haben wir zuletzt die Xenotreibstoffanlage gebaut. Da gehört die Xenozuchtstation quasi dazu. Wenn wir dann schon Xenomasse haben, dann wollen wir sie auch richtig nutzen. In Pimbele hatten wir die Genschmelze. Super Sache das. Ein Legierungsschmelzwerk klingt sehr verlockend. Extra Produktion. Und wir haben hier drüben ja auch jede Menge Titan und Material. Das nehmen wir mal mit. Und in Richport. Ja, was machen wir? Richport wächst in einer Runde. Ist eine 10er Stadt. 13 durch Gebäude. Ja gut, Gesundheit brauchen wir da nichts mehr zu machen. Da haben wir noch eine Menge Potenzial. Ich glaube, wir füttern noch ein bisschen mit Energie. Das interessiert mich dann. Ob das wirklich was bringt. Wir waren vorher bei 25 Runden, also 362, das wären jetzt noch 22 Runden. Wenn wir dann irgendwie auf 21 oder auf 20 sind, dann wahrscheinlich, weil die Energie was bringt. Dann könnten wir alle Städte direkt auf Energie umstellen. Dann geht es einfach nur noch was schneller. Schauen wir mal. Energiemenge scheint keinen Einfluss zu haben. Machen wir mal die Gegenprobe, gehen mal auf Forschung. Forschung wissen wir, das hat auf jeden Fall eine Auswirkung. Wenn es dann jetzt gleich wieder auf 22 oder sogar 23 Runden steht, dann wissen wir, die Energie macht einen Unterschied. Kann sein, dass die Energie trotz allem wichtig ist, nur dass die Energiemenge nicht ausreicht, die wir hier produzieren.
Nächster Handelskonvoi war mit Neubabylon zugange. Die Stadt haben wir noch. Der geht es inzwischen auch wieder gut. Dann handeln wir auch mit ihr. Wir haben Krieg für die Stadt geführt, verdammt. Da fährt jemand außen rum. Wird doch wohl nicht ernsthaft versuchen, hier oben zu siedeln. Na, schauen wir mal. So, nächste Produktion, Maeva. Wir hatten die optische Chirurgie fertiggestellt. Ansonsten sehe ich hier eigentlich nur noch Schotter. Wir bauen mal weiter hier Forschung. Inzwischen ist das mit 11 auch eine vollwertige Stadt. Nichts mehr hier mit Nesthäkchen oder neu. Selbst Harta mit 9 ist eigentlich schon voll dabei. Ridgeport ist nur eine 10er-Stadt und auch ja etwas älter. Voll dabei. Einzige junge Stadt in Anführungszeichen ist noch Kissimpatan. Aber ja, kommt auch noch. Treibstoff für die Zukunft. Unsere Ingenieure haben die Arbeiten in der neuen Xeno-Treibstoffanlage abgeschlossen. Schon bald wird unsere Bevölkerung nicht mehr von den schädlichen fossilen Treibstoffen der Vergangenheit abhängig sein. Löblich und vorbildlich. Hervorragend. Auf diesem Planeten gibt es zahlreiche Möglichkeiten, unsere Zivilisation mit Energie zu versorgen. Aber jede birgt ihre Gefahren. Welche sollen wir als Treibstoff für unsere Zukunft wählen? Das schwächere, aber reichlich vorhandene Miasma oder die wirkungsvolle, aber begrenzte Xenomasse? Nett. Ich würde aber sagen, wir nehmen das Miasma, wobei, nee, für uns wichtiger wäre eigentlich das hier. Nee, nee. Ist halt eine sehr schöne Sache. Man kann das Miasma abbauen für diese Quest, um das Leuchtfeuer zu starten, was sofort 1000 Energie verschlingt, wenn man es nicht hat. War für uns aber kein großes Problem. Wir nehmen, glaube ich, den Langzeiteffekt. Mein erster Gedanke war, wir nehmen das Miasma, denn wir können mit Satelliten mehr Miasma produzieren. Das ist langfristig günstiger, aber das ist jetzt nur so eine Questentscheidung. Wir brauchen das Miasma nicht wirklich. Das war jetzt nicht in Spielmaßstäben gedacht zuerst. Wenn man das wiederholen könnte und dafür dann tatsächlich immer wieder Felder von Miasma befreien müsste, dann wäre das eine fantastische Sache, wenn wir Miasma erschaffen könnten, um wieder 1000 Energie zu erschaffen, aber so funktioniert das ja nicht. Ach, du kommst mir gerade recht. Handelskonvoi Jimbumba, das ist eigentlich okay. Ach, ist mal wieder soweit, ja? Ja, da kriegen wir noch 5 Wissenschaft und... Nein, 5 Wissenschaft, 7 Energie erhält ganz zurück. Naja, was soll es? Aber wie sieht es denn eigentlich aus, diplomatisch betrachtet? Ah, er ist mal wieder über uns. Aber viel geben wir uns da beide nicht. Ich glaube, das liegt bei ihm daran, dass er schon viel mehr Affinität hat als wir. Sie hat auch viel mehr. Oh Mann, aber deutlich spezialisierter. Soweit ist alles wieder gut. Sie hat uns zwar mal verdammt zwischenzeitlich, ist aber immer noch freundlich. Und das einzige Problem, was wir derzeit haben, dass wir sie gebeten haben, nicht noch näher an uns dran zu siedeln. Aber wie lange tragen die einem das nach? Das ist ja schlimm. So, wollen wir noch ein Erweckungsgerät basteln? Wir haben zuletzt die Genschmelze gemacht. Produzieren 19 Gesundheit. Mehr geht eh nicht. Das heißt, Forschung. Oh, jetzt wollte ich natürlich mal gucken. Siege. Wir sind 19 Runden davor. Mal gucken, ob das noch stimmt. Noch 20 Runden. Es hat sich also tatsächlich verlangsamt. Gegenprobe. Das will ich jetzt wissen. Ob ich mich verrechnet habe oder ob das wirklich einen Einfluss hat. Nicht vergessen. Nächste Runde gleich gucken, dass ich nochmal nach der Siegoption gucke. Weil das will ich jetzt wissen.
Ganz besonders da Rangi gleich auch fertig wird mit der Zellzuchtstation. Xenozuchtstation. So, das wäre das. Jetzt müsste es auf 18 Runden stehen. Nein, Quatsch. Jetzt müsste es auf 19 Runden stehen. Wenn das hier keinen Einfluss hat, wenn es einen Einfluss hat, steht es vielleicht auf 18 Runden. Stopp. Jetzt steht das Kontaktding ganz oben. 19 Runden. Hä? Ich glaube, da habe ich mich verrechnet. Oh Mann. Trotzdem, das ziehen wir jetzt durch. Bauen wir Energie. In Harter bauen wir auch Energie. Was soll's. So, Questentscheidung Eigenanbau. Wir haben jetzt hier lange genug gelebt und müssen jetzt nicht mehr die Ressourcen, den Ressourcen nachjagen. Nirgends ist das ersichtlicher als auf dem Boden unserer Xeno-Zuchtstation. Innerhalb ihrer Mauern können wir auf dem Planeten natürlich vorkommende Ressourcen anbauen und ernten. Leider ist der Prozess kostenintensiv. Wir müssen uns also entscheiden, welche Ressourcen wir anbauen, Miasma oder Xenomasse. Wir können Miasma züchten und kriegen dafür sofort Wissenschaft. Oder aber wir erhalten zusätzliche Xenomasse-Ressourcen. Mit den Xenomasse-Ressourcen können wir erstmal nicht viel anfangen. Das ist wichtig für Harmonie. Ich würde sagen, wir züchten Miasma. Jawohl. Jetzt mal nicht in Spielmaßstäben gesprochen, sondern in ökonomischen. Wenn wir bei dem anderen Miasma gewählt hätten und das dann hier selbst in der Zuchtstation herstellen können, dann wäre das eine unendliche Energiequelle. Das wäre sowas von fantastisch. Oh Mann. So, das wäre fertig. Und dann haben wir in der Umgebung eigentlich eine Menge Platz für anderen Schnickschnack. Bald Richport. Ah ja, richtig, die Mine. Schon wieder ganz vergessen. Auch wenn wir hier alles aus biologisch gezüchtetem oder aus irgendwelchen Legierungen herstellen, wenn wir Wald abholzen, kriegen wir Produktion. Lohnt sich ja richtig. Hey, 16 positive Gesundheit. Wow. Wann ist denn das so explodiert? Da fahren wir weiter nach Freeland. Wiedereintritt von unserem Tiefraumteleskop. Oh. Na, das hat richtig gut gearbeitet eigentlich. Passt aber schon. Na gut. Wir sind eigentlich fast komplett auf Energie inzwischen. Pimbela werde ich auch gleich dazu schalten. Friedensvertrag abgelaufen. Das war mit Kavita. Passt. Moment. Lass mich gerade noch den Gedanken hier zu Ende bringen. Nadeldüse. Kraken. Ex-Kraken. Wunderbar. Dann kannst du auch wieder auf Bereitschaft gehen. So, der Erzieher wurde versetzt, weil Feld gehört jetzt zu Fortune. Das ist aber okay. Habe ich eh kein großes Interesse mehr dran. Vengard erhält richtig viel Energie. Wir halten ein bisschen Wissenschaft und ein bisschen Energie. Für eine halbe Weltreise. Meine Herren. Na gut. Was soll's. Machen wir einfach. Wahrscheinlich gibt es weiter unten noch viel bessere Handelswege, aber wir sind eigentlich kurz davor, das Spiel zu gewinnen. Da muss man jetzt nicht mehr 100% geben, habe ich so das Gefühl. So, Pembela hat zuletzt das Legierungsschmelzwerk gebastelt. Der Rest ist eigentlich Schotter. Nee, ernsthaft. Nur für dieses eine Feld lohnt sich das Gebäude nicht. Und ansonsten benutzen wir, glaube ich, eher Spezialisten, oder? Nicht mal. Könnten wir aber. Und ich glaube, die Spezialisten bringen dann noch mehr als die Wasserfelder. Machen wir hier auch mal Energie.
Jetzt steht es wieder weiter unten. Wahrscheinlich, weil hier jemand wieder weiter dran arbeitet. Bin mir nicht sicher. 17 Runden noch. Okay. Es ist verstörend, wie sie ihr Volk dieser falschen Ideologie verfallen ist. Wie sehr. Haben sie keine Achtung vor ihrem menschlichen Erbe? Warten wir noch ein paar Runden ab, dann landen hier Aliens. Da bin ich mal gespannt, wie du aussiehst. Ich kämpfe nicht gegen diese Welt. Du kämpfst gegen Außenposten und gegen uns. Scheint fast so, als würde die KI jetzt begreifen, dass das Spiel so gut wie gelaufen ist. Och ja, beleidigt mich den ganzen Tag, damit habe ich kein Problem. Nadeldüse kann repariert werden. Und Bautrupp ist mit der Mine fertig. Da könnten wir doch... Ja, hier drüben hätten wir noch ein bisschen Platz. Und... Ja, komm, was soll's. Wir kaufen auch dieses Geländefeld. Hallo? Oh Mann, manchmal ist das ein bisschen fickrig mit diesem kleinen Punkt. Ja. Komm, Energiegenerator, was soll's. Dann haben wir das. Können wir inzwischen eigentlich Schwebstein abbauen? Immer noch nicht. Heieiei. Wer bedenkt, dass es 3 Energie gibt? Ich glaube, das machen wir als nächstes. Und da hätten wir das. Ja, ich würde sagen, ich lasse die Episode jetzt einfach mal so weit durchlaufen, bis das Spiel endet. Ja, schon wieder. Macht es mal. Vielleicht ein anderes Mal, genau. Du hast die richtige Einstellung. Ja, ich lasse die Episode jetzt einfach mal laufen. Jetzt wegen den letzten paar Runden, wo wahrscheinlich nicht mehr so viel passiert, nochmal eine Episode anzufangen, wäre ein bisschen doof, oder? Wir ziehen das jetzt gnadenlos durch. Was sind denn das da für Leute? Schwebstein schlug Anansi und Coyote beim Kartenspielen. Und erwarb so das Recht, den Boden zu verlassen. Doch Schwebstein vergaß, um Flügel zu bitten. Und so hängt er einfach nur herum und bemitleidet sich selbst. Eine schöne Geschichte. Die Wahl zwischen Menschen und Maschinen ist eine falsche Zweiteilung, die nur der Verwirrung und Täuschung dient. Okay. Vorherrschaft 11. Na, warum nicht? So, eins nach dem anderen. Erstmal du Pause. Dann Handelsschiff. Maeva war gar nicht so schlecht, glaube ich. Jep, hat jede Stadt was davon. Das ist ein fairer Handel. Du bist jetzt hier angekommen. Schau mal hier unten. Gibt es noch jede Menge Sachen zu verbessern. So, Verbesserung verfügbar. 3 Stück. Ja, jetzt darf er. Wie er sich freut, der Flugzeugträger. Was haben wir denn? Reichweite für stationierte Lufteinheiten oder extra Kapazität. Nicht, dass das wirklich wichtig wäre. Hey, wir können unsere Jünger verbessern. Zu Aposteln. Für benachbarte Einheiten in jeder Runde. Das gilt aber, glaube ich, nur in Runden, in denen wirklich geheilt wird. Das läuft nicht einfach nur so nebenher, meine ich. Und extra beim Flankieren. Wir hatten ja gesagt, das sind Teamplayer. Da finde ich das mit der Heilung nicht schlecht. Wir können die Kreuzer aufwerten zu Arbitern. Dann nehmen wir das Verteidigen. Die Arbiter benutzen wir quasi immer wieder als Scouts oder um Dinge aufzudecken. Die sind selten neben anderen befreundeten Einheiten im Wasser. Deshalb bringt der Bonus beim Verteidigen mehr. Wir haben die meisten Schiffe verloren, als wir gegen Meerdrachen oder Kraken verteidigt haben. So, Luftraumsäuberung kommt bei uns eigentlich selten. Angriff auf verwundete Einheiten kommt schon eher, würde ich sagen.
Fantastisch. Hey, da haben wir richtig, richtig Platz jetzt. Der Verkünder darf sich mal Stellungswechseln. Das ist zu weit. Wahrscheinlich wegen einem Feld oder so. Na also. Vielseitigkeit, juchhe. So sind die danach einfach etwas mobiler. Finde ich toll und optisch gesehen macht es auch eine Menge her. Wobei, ich habe das Gefühl, bei Senkrechtstartern braucht man nicht mehr so viele Startbahn, Landebahn, wie auch immer. Okay, ich hatte gesagt, wir schauen dann doch mal nach dem Schwebstein. Das wäre Terraformung, 3 Runden. Und nächste Runde, weiter geht's. Ey, schon 15 positive Gesundheit. Das gibt natürlich jetzt auch noch immer wieder Bonus auf die Kultur. Und wie wir sehen können, haben wir schon bald den nächsten Wert, den wir wählen können. Da haben wir in dem Spiel 2 Wertbäume durchgeprügelt im Endeffekt. Nicht schlecht. Und dieser Verkünder sollte nochmal Stellungswechseln. Jawohl, ja. Wir nehmen einfach die alten Handelsrouten, so kurz vor Schluss sollte das kaum noch eine Rolle spielen. Ja, Vollgehalt ist er, sind beide, dann passt das. Die nehmen wir wieder auf, die Handelsroute. Jetzt in Kesempatan. Runden, das erleben wir eh nicht mehr. Lass uns in 3 Runden ein Labor bauen. Noch ein bisschen mehr Wissenschaft. Hier drüben können wir mal wieder einen Knotenpunkt errichten. Hin und wieder sind die ja nicht schlecht. Venga, volvamos más ricos. Venga, venga. Ja, ja, du mich auch. Ja, offene Grenze mit unserem guten Freund, der keine Energie hat, sondern massenhaft Energie bezahlt. Uiuiuiui. Dir geht's nicht so gut. Está bien. Das passt auch. Super Sache das. Was mich jetzt interessiert, wo ist dieser... Oh Mann. Die hat es tatsächlich dort gegründet. Grand City wurde neu gegründet. Sagenhaft. Okay, da sind eine Menge Geschichten abgelaufen. Kümmern wir uns drum, sobald wir mit den Einheiten durch sind, okay? Das müsste das gewesen sein. So, jetzt. Kooperationsabkommen mit unserem Freund aus Brasilia ist zu Ende. Fantastisch. Vereinbarung, Wissenschaft liefern. Alles klar, diese 30 Runden für die Stadt sind zu Ende. Und ihr seht hier oben, wie es jetzt um unsere Ressourcen bestellt ist. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wissenschaft ist auch wieder ein bisschen gestiegen jetzt. Und ja, das erklärt auch ein bisschen, warum sie plötzlich so aufgeholt hat. Sie hat von uns ja alles gekriegt für Grand City, wenn ihr euch erinnert. Das wir danach abgerissen haben. So, das ist beendet. Das ist beendet. Titan ist beendet. Geothermie ist beendet. Ja klar, das ganze Zeug ist jetzt vorbei. Wunderbar, wir haben es wieder. Yay! Und Questentscheidung, die Sterne unserer Bestimmung. Jetzt, da es fertig ist, wird das Neoplanetarium der Mittelpunkt aller astrologischen Forschungen unserer Zivilisation sein. Die Astrophysiker tummeln sich schon vor seinen Toren und können es nicht erwarten, mit ihrer Arbeit zu beginnen. Dabei gibt es 2 Schulen mit unterschiedlichen Denkansätzen. Die Technoprogressiven wollen neue Satelliten bauen und starten, damit wir technisch nicht überholt werden. Die Orbitalkonservativen hingegen sind der Meinung, dass unsere Atmosphäre bereits genug Schrott enthält und dass es besser wäre, die bereits existierenden Satelliten zu optimieren. Ein Kompromiss steht nicht zur Debatte. Neue Satelliten hochballern oder alte? Was haben wir denn? Optimieren oder? Das ist doch beides irgendwie doof. Spielt jetzt nicht mehr so die Rolle.
Aber wenn ich mal sehe, wie viel Weltraumschrott um die Erde rumkreiselt. Die Erde baut sich ihren eigenen Ring auf mit der Zeit. Nicht wie der Saturn oder andere Planeten aus Gestein und Eisbrocken, sondern aus Weltraumschrott. Ich würde sagen, wir versuchen das ein bisschen zu optimieren hier. Alles klar. Wie viele Runden haben wir denn jetzt noch? 13. Na, schick. Ja, die Frage ist, wie geht's danach weiter, wenn wir dieses Spiel beendet haben? Ich habe mir überlegt, dass wir dann eigentlich erstmal genug Beyond Earth gespielt haben. Das wäre jetzt der dritte Spieldurchlauf gewesen. Ja, die Welt ist wunderschön und unberührt. Aber sie ist falsch. Korrigiert sie auf der Stelle. Ja, sowas muss von Ivan kommen. Habt ihr schon gemerkt? Wenn man in den Technologiebaum guckt, hat Ivan immer mal wieder was zu den inneren Ringen zu sagen. Und sobald es fortgeschrittener wird, kommen keine Zitate mehr von Ivan. Da kommen Zitate von Hutama und solchen Leuten. Auch nicht schlecht. So, 4 Harmonie, dann könnten wir Xenoschwärme bauen. Na, verdammt, das würden wir sogar schaffen. Ach, just for the lols, weil wir das als erstes hatten. Ja, wie gesagt, wir haben dann erstmal eine ganze Menge Civilization gespielt. Agent ist entkommen. Wurde identifiziert. Schlecht. Blieb unentdeckt. Fantastisch, du bist unser Mann. Wir könnten Energie abschöpfen. Und Einheiten Geheimoperationen. Hier. Spezialagent Makala, wo bringen wir dich hin? Du könntest mal nach Mandira. Sie geht mir sowieso ewig auf den Keks mit Spionen. Ja, ruh dich aus. Handelskonvoi. Alte Route. Ja, wie gesagt, dann haben wir erstmal genug Civilization gespielt, würde ich sagen. Das heißt, Beyond Earth läuft hiermit dann auch aus. War richtig klasse, muss ich sagen. Auch wenn mir ein paar Sachen in dem Spiel nicht so ganz gefallen. Zum Beispiel diese enorme Abhängigkeit von den Affinitäten. Sorry. Er kommt auch nicht mehr zu dir. Keine Sorge, ich spiele ihn jetzt an danach. Ja, richtig toll, aber Nachteil ist eben diese enorme Abhängigkeit von Affinitäten. Man hat relativ wenige Einheiten zur Auswahl, die können auch relativ wenig. Verglichen zum Beispiel mit Civilization 5 ist das arg einschränkend. Gefällt mir überhaupt nicht. Das diktiert irgendwie das Spiel zu sehr. Die Grundidee ist ganz toll, aber ich fände es besser, wenn man diese Affinitätspunkte hier nach und nach durch Gebäude oder Landschaftsverbesserung generieren würde und dann einfach nur Boni bekommt und die Einheiten trotzdem im Technologiebaum findet. Dann kann man sich in die Richtung entwickeln, die man möchte, und ja, das wäre einfach etwas runder. Das ist arg überspezialisiert, finde ich. Ansonsten, fantastisches Spiel. Das Handelssystem hat mich echt umgehauen. Das ist viel stärker als in Civilization 5, auch wenn es ähnlich funktioniert. Fast ein wenig zu stark, muss ich sagen. Das könnte uns nochmal ganz schön boosten. Ja, von 17 auf 41 mit einem Wert. Warum auch nicht? Naja. Ja, also, damit läuft Beyond Earth dann aus. Die letzte Abstimmung kam richtig gut an und war unheimlich knapp. Die drei Plätze der letzten Abstimmung lagen jeweils nur eine Stimme auseinander. Machen wir. Komm zu uns, kannst du Weidenrute mitbringen und den Agenten vertrimmen. Ach nee, kannst du nicht, sorry, ist jetzt bei Kavita drüben.
Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache nochmal so eine Abstimmung. Ich werde zwei Spiele ersetzen. Und zwar natürlich werde ich Prison Architect rausnehmen. Das wurde ja gewählt. Und ich werde das Spiel mit den wenigsten Stimmen rausnehmen. Mit Fortschreiten eines Konflikts gleichen sich alle gegnerischen Mächte zunehmend. Die beste Lektion, die ein Raptor dich lehren kann, ist für die Beute dankbar zu sein, die dich am Leben hält. Die schlimmste Lektion, die er dich lehren kann, ist eine praktische Vorführung dieser Lektion. Ja, wie gesagt, ich werde zwei Spiele rausnehmen. Das Spiel mit den meisten Stimmen, das jetzt Let's Played wird, und das Spiel mit den wenigsten Stimmen, die beiden werde ich rausnehmen. Und dann wird es eine neue Abstimmung geben, was ihr hiernach sehen wollt. Ein Kandidat für die Abstimmung wird Civilization 5 sein. Wenn ihr also noch ein bisschen mehr Civilization sehen wollt, nur eben kein Beyond Earth mehr, dann können wir da was machen. Keine Sorge. Und ja, die Abstimmung wird dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen freigeschalten. Oh, stopp, stopp, stopp. Wir sollten vielleicht erstmal Netzwerke richten. Hey, wir können das KNDR verbessern. Weil wir Harmonie 4 haben. Ich werde wahnsinnig. Okay, was können wir machen? Wir können das defensiver einstellen. Oder aber... Das finde ich jetzt wiederum richtig toll. Das gefällt mir eigentlich. Im eigenen Territorium kämpfen. Warum nicht? Klar, verschanzen kann man es auch bei Gegnern. Das geht immer. Und solange man es heilt, ist es auch verschanzt. Ist also eigentlich auch ein guter Vorteil. Ich spiele jetzt nicht mehr mit 100%, weil, ja, das Spiel neigt sich langsam dem Ende entgegen. Genau, also Civilization 5 ist in der neuen Abstimmung dann dabei. Beim vierten Spiel habe ich mir jetzt im Moment noch keine großen Gedanken gemacht. Ich habe ein paar Ideen, aber muss ich mir noch was überlegen? Geothermie brauchen wir selber überhaupt nicht, haben noch jede Menge, damit können wir mal ein bisschen handeln. Sorgt noch für gute Laune bei unseren Verbündeten. Und... dann wird es einfach eine Abstimmung geben, was ihr als nächstes sehen wollt. Mir gefällt dieses Prinzip wahnsinnig gut und ich habe das Gefühl, das kommt bei euch auch gut an, wenn ihr mitbestimmen könnt, was auf dem Kanal zu sehen ist. As Adam Smith said, trade is the life. Die offenen Grenzen und du willst alles, was wir haben, das kannst du vergessen. Außerdem, du bist arg. Deshalb möchte ich das ein bisschen weiterführen mit den Abstimmungen. Wie gesagt, die nächste Abstimmung, wieder vier Spiele, wird dann sein Deus Ex, wird sein Heavy Rain, Civilization 5 und ein Spiel, bei dem ich mir noch nicht sicher bin. Aber wird kommen. Wird in den nächsten Tagen dann freigeschalten werden. Lasst euch mal überraschen. So, wir nähern uns aber langsam aber sicher dem Ende. 8 Runden noch. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Das erste Beyond Earth Spiel, das ich gewinne. Schwaches Militär. Ist okay. Komm vorbei, probier das schwache Militär aus. Ah, eine andere Kolonie hat das Ding gebaut. Na, passt schon. Wir haben vergessen, dass die Natur sich selbst etwas vorsingt, wenn sie ihre Arbeit tut. Habt ihr schon einmal das Lied dieser Welt gehört? Das muss von Samatha kommen. Logisch. Ja, die Besiedlung dieser Welt ist hart. Aber ein jeder macht mit und die Arbeit wird irgendwie erledigt. Großartig. Hey. Ja, inzwischen sind wir bei allen möglichen Affinitäten richtig weit dabei. Warum auch nicht? Hey, Nahrung durch Pilze, das hätten wir. Und extra Nahrung, weil halt. Finde ich auch gut. Harmoniestufe 4 können wir bauen. Nehmen wir mit. Heieiei. So, was nehmen wir als nächstes? Warum nicht? Spielt ja auch keine so große Rolle mehr.
Dann haben wir hier Netzwerk errichtet. Fantastisch und blieb unentdeckt. Dann können wir mal gucken, ob wir eine Technologie bekommen, die sie hat und wir nicht. Ich gehe davon aus, es gibt noch jede Menge Technologien, die wir nicht erforscht haben. Ja, du könntest dich ausruhen, wie alle anderen auch. Und schlagartig sind wir richtig dick dabei. Richtig viel Wissenschaft, richtig viel Gesundheit. Damit kommt auch die ganze Kultur zustande und so weiter. Die Superantenne wird demnächst wahrscheinlich auch loshusten. Und ja, ich weiß nicht, ich erwarte dann schon irgendwie, dass ein Alienschiff auftaucht oder so. Eine kleine Videosequenz wäre fantastisch. Ni hao. Okay. Kein Problem. Ich habe bei dir spioniert. Du spionierst bei mir. Passt. Seid beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger. Handelskonvoi, alte Route. Und ja, nächste Runde. Demnächst werden einige Satelliten vom Himmel fallen. Ja, machen wir. Gib uns noch 10 Runden zur Vorbereitung, okay? Wir gewinnen in 7, richtig? 6, noch besser. Wunderbar. Ja. Künstliche Intelligenz. Fantastisch. Ja, wie gesagt, demnächst regnet Satelliten. Also Weltraumschrott im Orbit, keine Sorge, der landet demnächst. Das wäre natürlich großartig, wenn jeder Satellit, der keine Lebenserwartung mehr hat und tatsächlich zur Erde runterfällt, muss ja nicht jeder sein, aber sagen wir 5% oder 10%, dass man eine gewisse Chance hat, dass die runterfallen, dass man später mit seinen Erkundern wieder Expeditionen starten kann, die ausgräbt und vielleicht ein paar Ressourcen zurückkriegt oder so. Das wäre auch nochmal so ein kleines bisschen was. Das wäre interessant. Also einfach vielleicht, ich weiß nicht, 50 Energie oder so. Dann hat man noch was davon, kann den Schrott verwerten und für die Energie, das könnte man dann wieder in andere Satelliten stecken zum Beispiel. Gäbe dem Ganzen noch so ein bisschen das gewisse Extra und die Erkunder hätten gegen Ende des Spiels noch wirklich was zu tun. Ich meine, hier drüben erkunden, ja gut, wir könnten das Wasser noch ein bisschen aufdecken. Das macht mit Erkundern keinen Spaß, weil die so langsam sind. Und über Land, sie können sowieso nicht in fremde Gebiete. Das ist alles besiedelt, da finden wir eh nichts mehr. Also die Erkunder haben inzwischen überhaupt keine Berechtigung mehr zu existieren. Und damit hätten die Erkunder noch was zu tun am Ende. Das wäre doch mal was. Erweckungsgerät. Frieden. Frieden ist immer schön. Ja, da hängt sie noch ein bisschen hinter uns her. Na, das ist okay. Wir pendeln zwischen 40 und 41 Gesundheit. Warum pendelt das so? Naja. Ich hoffe, sie versucht nicht hier in Richport irgendwie komische Dinge zu machen, damit die Stadt zu ihr überläuft oder so. Aber wir kriegen ja minus 40% Intrige in den Städten. Ich glaube nicht, dass sie das schafft. In Pimbela. Hui, Moment. Moment. Wir haben einen Rangi, wir haben einen Freeland Jimbumba. Ich würde sagen, Jimbumba können wir neu zuweisen. Nach Pimbela. Dann können wir da ein bisschen Spionageabwehr betreiben. Na, unsere Leute haben gegen Ende doch noch ein bisschen was zu tun hier. Die geben einfach nicht auf. Aber da das so nah an der Grenze ist, würde ich sagen, das war sie. Beim ersten Mal kann man noch sagen, ja, passt schon. Beim zweiten Mal würde ich jetzt sagen, sie soll bitte damit aufhören. Natürlich wird sie das nicht tun. Aber ja, man kann ein bisschen anziehen. Spielt jetzt gegen Ende zwar keine Rolle mehr, aber auch okay. Wer Verständnis erreichen will,
muss der Assimilierung nachgeben. Nichts überlebt ohne Wunden. Nichts wächst ohne Hindernis. Okay. Baba. Man muss nur einen Blick auf die Ökosysteme da draußen werfen, um alles über Stromnetze, Kampftaktiken, Maschinenbau, angewandte Genetik, interpersonelle Beziehungen und Liebe zu erfahren. Wow. So, da ist Phyraxit beendet. Ich hatte vergessen, dass das nicht alles unser Phyraxit war. Autsch. Xenomasse ist zu Ende. Interessiert mich eigentlich nicht. Erdöl ist zu Ende. Offene Grenzen ist zu Ende. Und Energieliefern ist auch zu Ende. Ja, alles klar. Das Einzige, was ein bisschen wehtut, ist das Phyraxit. Aber wie gesagt, tut nur ein bisschen weh. Ist jetzt nicht so schlimm. Gehen wir mal das hier an. Noch ein bisschen Reinheitsaffinität. Wobei, 9 Runden. Oh, Sozialdynamik zuerst. Oh je. Keine Chance. Wie weit ist es denn noch? 2 Runden noch. Na also. Endspurt. Also wie gesagt, eine kleine Filmsequenz oder irgendwas in der Art erwarte ich eigentlich schon. Das Spiel endet dann. Weiß ja geil, wie viel Zeit wir da investieren. Ach, weißt du was. Ruht euch aus, genießt den Sieg. Oh, halt, Mist. Naja, das wird wahrscheinlich sein, dass unser Agent hier in Pimbela angekommen ist. Asadams. Wie bitte? Na, von dir offene Grenzen. Never ever. Du wartest doch schon wieder mit Einheiten an der Grenze. Gefällt mir gar nicht. Panasien, verdammt, Brasilia. Ja, was zum Geier? Quest abgeschlossen. Kontakt. Jede Menge Errungenschaften. Auch nicht schlecht. Als das Leuchtfeuer sein Signal die entfernten Bereiche des Kosmos übertragen hatte, wussten wir, dass unsere Suche ein Ende hatte. Die ewige Frage, sind wir allein, war endlich beantwortet. Niemand konnte wissen, wen oder was wir entdecken würden. Doch wir wussten, dass wir bereit waren. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Die gesamte menschliche Geschichte hatte uns an diesen Punkt geführt. Der Tag, an dem die Menschheit aus dem Schatten der Isolation trat und Kontakt aufnahm. Leute, ihr siedelt auf anderen Planeten. Das sind lebendige Aliens, das sind Biosysteme. Das ist schon viel mehr, als wir heute haben. Und ihr wollt immer noch auf verständliches Signal? Ihr lebt hier, atmet Sauerstoff. Okay. Die gesamte Menschheitsgeschichte hat uns an diesen Punkt geführt. Heute tritt die Menschheit aus dem Schatten der Isolation. Die ewige Frage, sind wir allein, ist endlich beantwortet. Niemand kann wissen, wen oder was wir entdecken werden, doch wir wissen, dass wir bereit sind. Als Botschafter unseres Planeten, als Botschafter unserer Spezies, treten wir kühn hervor, um die anderen zu begrüßen und unseren Platz bei den Sternen einzunehmen. Jawohl, okay, Spiel beendet. Es gibt zwar keine Sequenz, die ich erwartet hatte, aber immerhin ein schönes Bild. Und ja, da geht unsere Energie hin, meine Güte. Fantastisch. Alles klar. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wie es jetzt weitergeht, habe ich ja schon erklärt. Wartet einfach mal morgen übermorgen ab. Da kommt dann die nächste Abstimmung für die nächste Spielserie. Und alles klar. Dann sehen wir uns, denke ich, in einem der nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.